Hallo, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und heute möchte ich euch einen automatischen Ofen zeigen. Und der sieht so aus, ist ziemlich kompakt und hält da nicht unendlich lange. Also, der ist selber zum Nachfüllen, das heißt, ihr könnt da selber Sachen wieder reinfüllen. Das ist aber selten, weil ihr könnt da ganz viel Sex rein tun, das kann so mit Trichtern. Und ich erkläre das ganz kurz. Dieser Trichter hier oben füllt, was hier rein soll, also Eisenerz hier, und der hier geht dann hier unten rein, das ist die Kohle. Das hier müsst ihr Kohle reintun und hier Eisen. Das wieder in die Kiste. Ich baue das ganz kurz eben nach, das heißt, hier selber eine Kiste. Weggekommen. So. Dann jetzt hier einfach einen Trichter mit Shift platzieren, so. Und dann jetzt hier einen Ofen drauf, auch hier mit Shift. So. Und jetzt müsst ihr jetzt hier Shift hier drücken, wenn ihr hier drunter ist, dass er dann so aussieht, dass er dann reinfüllt. Ansonsten geht's nicht. Und einmal so. Und das war's schon. Ich habe hier ganz viel Eisen jetzt reintun. So. Und ihr seht, es füllt sich jetzt alles hier so rein. Und jetzt können wir hier die Kohle reintun. Und es wird direkt geschmolzen. Und es füllt sich immer nach. Das ist ganz nice. Dass wir die 64 Stacks voll sind. Und dann, wenn es nicht sofort dann weggeht, dann will ich das direkt dann wieder nach. Das ist für die 64 erreicht, so, jetzt ist 64, jetzt kann ich dann nachgefüllt werden. Aber, jetzt wird sofort, richtig so, und jetzt ist es dann wieder nachgefüllt. Von hier oben, und die Kohle, und das geschmolzene Eisenerz, wie ihr seht, das kann man hier nicht entnehmen, sofort weg, das geht alles in die Truhe hier gelagert. Und ja, das ist ziemlich nice, kompakt zu bauen. Und ja, das wäre eigentlich schon gewesen von diesem Tutorial. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.